Im Biologieunterricht können wir vermitteln, welche Folgen der Klimawandel auf verschiedene Ökosysteme haben kann. Wir können aufzeigen, dass sich Ökosysteme unter veränderten Temperatur- und Niederschlagsbedingungen so verändern können, dass Tier- und Pflanzenarten dort nicht mehr überleben können oder gar aussterben. Wir können aufzeigen, dass wir Menschen aktiv in das vernetzte Gesamtökosystem Erde eingebunden sind. Und so können wir ein Verständnis dafür entwickeln, welche Konsequenzen ein Artensterben direkt für uns Menschen haben kann. Zum Beispiel können wir in einer Unterrichtseinheit ein Beispiel betrachten, wie sich die Artenzusammensetzung eines Ökosystems verändert, wenn es feuchter oder trockener wird. Dabei könnten wir überlegen, ab wann diese Veränderungen dazu führen können, dass bestimmte Arten komplett verschwinden. Oder wir könnten aufzeigen, welche Ökosysteme welche Mengen an CO2 binden können und dabei die Bedeutung des Waldes herausstellen. Dabei könnten wir darauf eingehen, dass bereits heute in Mitteleuropa viele Bäume absterben, weil die Dürremonate im Jahresverlauf zunehmen, und wie wir Menschen darauf reagieren können.